Willkommen zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich habe das Spiel am Release-Tag bekommen. Ich hoffe, ich lade auch dieses Video am Release-Tag auch hoch. Ansonsten halt ein oder zwei Tage später. Ich habe dieses Spiel auf der Wii U nie gespielt. Irgendwie ging dieses Spiel damals an mir vorbei, obwohl ich nur Gutes darüber gehört habe. Aber für die Switch hat's mich interessiert, besonders weil hier dieser neue Funky Kong Modus dabei ist. Und genau den werden wir spielen. Irgendwie ist es ja verpönt unter YouTubern und Let's Playern diesen Modus zu spielen, weil angeblich ist dieser Funky Kong Modus, das Easy Level quasi, der Easy Schwierigkeitsgrad, denn hinten auf der Verpackung steht drauf, im Funky Modus wird der härteste Level zum Kinderspiel. Und das werden wir testen. Ob da wirklich was dran ist oder nicht. Wie ich schon sagte, ich habe dieses Spiel noch gar nicht gespielt. Deswegen muss ich hier auch mal ein wenig gucken. Da kann ich schon mal reingehen, das ist schon mal schön. Also ich werde es ja auch nicht irgendwie auf 100% spielen. Ich werde... kann ich hier nicht irgendwie stampfen oder so? Achso, so, so. Ah, okay. Ich muss ja gerade mal ein bisschen gucken. Also ich werde hier nicht auf 100% spielen. Das, was ich finde, werde ich einsammeln. Und was nicht, das halt nicht. Das sind die gleichen Knöpfe. Was mache ich mit denen? Greifen, okay. Das ist eine Stampfattacke. Das ist gar nichts. Und das ist Rollen. Ja, okay. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das auch wirklich hier hinkriegen. Wenn ich gedrückt halte, schwebt er so ein bisschen. Ja, okay. Das ist dann in Ordnung. Okay, jetzt habe ich eine Tauchermaske auf. Oh, was haben wir da gefunden? Ein Puzzleteil. Okay. Also grafisch muss ich sagen, finde ich dieses Spiel sehr, sehr hübsch. Oh, stopp. Ich muss mal zurück. Irgendwie weiß ich jetzt nicht, warum. Da kann ich diesen besiegen? Ach ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden, was er von mir wollte. Ja, in Ordnung. Also grafisch finde ich dieses Spiel wirklich richtig schön, muss ich sagen. Kann ich da eigentlich draufspringen? Ah ja, okay. Ich weiß es nicht so, wie es auf der Wii U aussah. Ah, ich kann die kaputt machen. Kaputt machen ist immer schön. Nee, da geht's nicht weiter. In Ordnung. Ich wollte ja nur mal gucken. Ah. Bananen. Ich bin auch gar nicht so ein Donkey Kong Spieler, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte jetzt eigentlich mal diese Rollattacke machen. Wie mache ich denn die nochmal? Irgendwie so gar nicht. Ach so, okay. Aua. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was wollte ich denn mal sagen? Ach ja, genau. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Donkey Kong-Spieler gewesen bisher. Ah, ein Puzzleteil. Zwischendurch muss ich mal immer hier meinen Rechner mal anklicken. Ich muss hier ein paar Updates machen. So. Das leidige Thema Updates. Okay, in Ordnung. Jetzt geht's weiter. Gut, den kann ich nicht kaputt machen. Mal gucken, was wir hier so haben. Ja, in Ordnung. Kann ich hier noch irgendwas ziehen? Und ich habe auch damals auf dem Super Nintendo Donkey Kong eigentlich gar nicht so wirklich gespielt. Wo will er denn hin? Und, ich denke mal, es wird ein Checkpoint sein. Und habe das zwar immer hier und da mal beim Kumpel damals gesehen. Oh, Bananen. Wie lade ich eigentlich meine Herzchen auf? Weiß das einer? Hier ist ein Fass. Ich bin hier gerade so konzentriert.
muss mal hier gerade ein bisschen gucken. Achso, genau. Auf jeden Fall auf dem Super Nintendo habe ich das damals auch nur beim Kollegen immer mir so zugeguckt. Angeblich kann ich auch Stacheln drauf. Das testen wir mal. Ja, okay, aber ich kann mich bei den Stacheln so gar nicht bewegen. Und ich merke gerade, die Gegner spawnen immer wieder. Ich habe noch so ein kleines Problem mit der Steuerung gerade. Ich muss mich daran erstmal noch gewöhnen. Ich habe keine Ahnung, inwieweit ich dieses Spiel dauerhaft spiele. Also, ob ich das jetzt jede Folge, also jedes Mal, wenn ich Spiele aufnehme oder immer nur so hin und wieder mal. Die kann ich nicht kaputt machen. Noch Bananen. Das werden wir spontan alles sehen. Wir wollen mal gucken, wie wir hier mit dem Spiel und der Steuerung so zurechtkommen. Im Moment habe ich so ein kleines Problem noch mit der Steuerung. Weil ich persönlich würde die Tastenbelegung auch... Hätte ich anders gemacht. Aber okay, das ist natürlich nur... oh, da ist eine Münze. Kriege ich die? Jawohl. Ich muss mir überlegen, wie ich hier nochmal rolle. So nicht. Ich hätte es gerne mal die Rollattacke gemacht, aber ich weiß nicht mehr so ganz, wie ich die mache. Ich guck mal gerade. Ne? Was möchte der von mir hier? Oh. Das ziehen wir hier mal. Und dann mal schauen. Ja, okay. Ich möchte gerne diese Münze da haben. Ach, der bewegt sich alleine. Okay. Ich bin gerade noch ein wenig überfordert, nenne ich das mal. Weil ich noch nicht so ganz weiß manchmal, was ich hier mache. Ach so. So mache ich die Rolle. Was ich mit diesen Fässern kann, weiß ich gar nicht. Ja, das war auch mal jetzt ganz gut. Ja, ich bin mich gerade noch so ein wenig am Konzentrieren, weil ich ehrlich gesagt noch nicht so die Steuerung noch nicht so drauf habe. Was sind eigentlich das für Münzen? Egal, was wir finden, wie gesagt, sammeln wir ein. Und was nicht, das eben nicht. So, jetzt geht's hier mal weiter. Oh, da kommt ein Dicker raus. Kann ich den Gebäude kaputt machen? Also wenn ich den Sprungknopf gedrückt halte, dann scheint der Gute hier zu schweben. Da komme ich aber irgendwie nicht dran. Warum nicht? Doch. Also ich hatte schon gehört, dass dieses Spiel wirklich extrem schwer sein soll, wenn man das auf den normalen Modus spielt. Aber dafür habe ich wahrscheinlich weder Zeit noch Geduld. Was kann ich jetzt hier machen? Ein Herzchen, das ist schön. Ich muss immer... Aua. Ich muss immer sagen... Ich glaube, ich hätte da bestimmt noch vorwerfen müssen, oder? Aber ich habe hier noch ein Fass. Nehmen wir das mit. Das kann ich gar nicht mitnehmen. Komme ich da jetzt nicht mehr an dieses G? Wohl nicht. Okay. Was soll's.
Prinzip hätte ich ja verstanden. Ich hab's nur vermasselt. Oh, da unten ist was. Komm ich da eigentlich hoch? Jawohl. Was haben wir hier für eines? Achso, das ist das Ende vom Level schon. Okay. So, mal eben einen Schluck Kaffee getrunken. Und dann, schauen wir mal weiter. Ja, ich bin mal gespannt auf dieses Spiel und ich hoffe mal auch, dass ich hier gemütlich ein wenig spielen kann. Ich bin eh so ein Verfechter von gemütlichen Spielen, weil Herausforderungen habe ich im Leben genug. Okay, aber ich würde sagen, wir beenden diese Folge hier und fangen bei der nächsten Folge hier wieder an. Bis zum nächsten Mal beim Funky Kong Modus bei Donkey Kong Country Tropical Freeze auf der Nintendo Switch. Bis zum nächsten Mal, euer MyGamingWorld81.